Wir sind da am Einwangen. He. Und jetzt kommt noch jemand. Vielleicht seht ihr es. So, jetzt hat Figo doch einen Futtermischwagen. Eigentlich wollte ich einen Winter versuchen ohne. Aber es ist mich schon verleidet. Jetzt habe ich da eine Occasion für einen guten Preis, aber es ist eine alte Maschine. Ja. Aber ich bin das Risiko eingegangen. Waage funktioniert. Eigentlich sollte alles funktionstüchtig sein. Ja, darum. Aber ist schon ein bisschen krumm und schräg und ja. Ein 1400er, auch die Größe ist eher knapp. Aber ich habe da Ideen, wie man das noch ein bisschen ausschöpfen kann. Vielleicht dieser Bügel nach oben verschweißen. Nun muss alles dann auch gemacht werden. Die Messer sind fast neu von diesem Sommer. Ja, schauen wir mal, ob da alles umgeht. Sieht natürlich jetzt rostig aus, aber das ist logisch, der ist blank, vom Futter ist der blank und jetzt ist der ein bisschen gestanden. Und jetzt ist der da ein bisschen rostig, aber das ist nur am Anfang. Zwei, drei Mischungen und dann ist der wieder glänzig. Ja, mit Förderbank ist natürlich noch schön. He? Ja. Hydraulischer Stützfuß. Wenn alles andere kaputt geht, kann ich noch den hydraulischen Stützfuß brauchen. Ja. Nein, ich hoffe nicht. He. Der muss jetzt kalkuliert mindestens 5 Jahre sollte der laufen. He. Und ich brauche ihn ja nur im Winter, nur 5 Monate. Darum einen neuen kaufen für 5 Monate im Jahr, das war mir einfach zu teuer. He. Das gibt zu teuer. Ja. Und der hat nicht einmal ein Drittel gekostet, was ein neuer. He. Darum. Wenn die Reparaturen nicht allzu groß sind. Ja, jetzt weiß ich nicht. Beginnen werde ich wahrscheinlich mit dem Vent. Aber hoffe ich kann dann auch mit dem Agrifuel vielleicht eine Mischung machen. Ja, ist doch immer eine Kostenfrage. Ob schon Treibstoff bin ich nicht sicher, ob der wirklich mehr braucht als der Agrifuel. Vielleicht auch nicht. So, ich habe fast keinen Akku mehr. Ich werde jetzt noch eine Funktionskontrolle machen, ob da wirklich alles umgeht. Und heute werde ich noch, jetzt ist Viertel nach vier, heute werde ich da nicht eine Übung machen. Morgen in Ruhe probieren, eine Mischung zu machen. Ja. Hoffe, die Wände sind nicht allzu dünn. Wir werden sehen. Hoffe, hat mir da nicht nur Ärger gekauft. Hier hat er sogar noch eine Lu. Ja, hallo YouTuber. Der erste Tag mit dem Futtermischwagen. Ah, die Hosenträger rutschen mir immer hinunter. Ja. Erste Mischung gemacht und erste Reparatur nötig. Ja, ich habe den ja am Platz gekauft. Ja, sie haben ein bisschen gewaschen und geschmiert und mehr nicht. Und da habe ich den Schieber hier. Ich habe ihn ja gezeigt, gestern habe ich kurz ein Video gemacht, grob. Und habe heute eine Mischung gemacht, mit der Waage habe ich noch ein bisschen Mühe. Aber sonst ist es eigentlich gegangen und dann beim Aus-
am Abfüllen oder Entladen, so entladen ist der Schieber aus den aus den Führungen hinausgefallen, weil er ist hier ist er wirklich nur noch ganz dünn, ne? Das sind vielleicht 2, Maximum 3 mm und original hier sind das 6 wahrscheinlich circa. Ja, dann hat er ihn durchgebogen und dann ist er aus den Verankerungen gefallen. Und jetzt bin ich da beim Farmeche. Ein Vierkanteisen gebogen. Ja, schön regelmäßig. Hätte das filmen sollen. Ne? Aber ja, dann ist immer etwas anders. Er hat eine Biegmaschine, wo sie früher die Wagenreifen gemacht haben. Früher hatten ja die Holzräder Metallreifen. Und eine uralte Maschine, wo man von Hand drehen muss. Aber ein super Gerät. He? So schöner Bogen aus einem Vierkanteisen, das hätte ich nicht hingebracht. Jetzt werde ich das als Stabilisierung hier aufschweißen. Und dann denke ich, ist er fast wie neu. Ja, wenn das der einzige Schaden ist, dann bin ich glücklich. Ja, hoffe, es kommt nicht viel Gröberes. Reinigen. Ui, das ist noch ein bisschen heiß. Spreiknochle, die einzige Grundierungsspray, der für etwas ist. Alles andere ist gar nichts. So, diese Halterungen. Ja, ihr werdet dann das wahrscheinlich einmal sehen, für was die sind. Hier kommt ein Balken drauf. Jetzt montieren, Schieber. So, jetzt bin ich fertig. Ich habe noch ein bisschen mehr gebraucht. Nein, ich weiß nicht, vielleicht ist die Wölbung mal ein bisschen zu stark. Und dann ist das Wir hier auch wieder fast hinausgekommen. Und jetzt habe ich da diese Schlitzlöcher größer gemacht, da ein Eisen angeschweißt. Damit es besser geführt ist. Ich kann von oben kann ich nicht schauen, weil im Moment ist noch Futter drin. Ich werde es dann sehen, vielleicht hätte man alles ein bisschen weniger Rundung beim Zustoßen geht er. Ja, ist egal. Im Moment geht es. Ich bin dann gespannt, wenn der Misch voll ist. Und hier ist er mir auch fast hinausgekommen, hier oben. Habe ich da alles sauber rausgeputzt, geschmiert und hier ein bisschen mehr Platz gegeben. Jetzt denke ich, sollte es gehen.
Passspiel und hat Luft, sage ich nur. Ja. Gut. So, wieder ein Tag um. Habe nicht ganz das gemacht, was ich eigentlich machen wollte, aber jetzt hoffe ich, geht der. Kommen nicht mehr viele andere Reparaturen. Ja, im Moment ist es windige, der Wind hat angezogen. Und morgen soll es auch Regen geben. Ne? Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Heu hinuntergelassen. Aber ja, mit der Waage, die Waage ist nicht so viel, denke ich. Das stimmt irgendwie nicht. Oder ja, ich muss dann noch einmal genau schauen. Darum hat jetzt die Ration nicht ganz gereicht. Jetzt habe ich noch ein bisschen über die Nacht, können sie dann noch ein bisschen Heu fressen. Ja. Gut. Ich wünsche euch gute Nacht. Tschüss zusammen.